Hallo? Hallo? Hallo, weiter geht's mit dem Server 34 Tage hoch. Willkommen dazu, ich bin der Lasi, ich begrüße euch ganz herzlich. Wir sind wieder voll am Start und werden total durchdrehen. Server 34, hab die Gilde gewechselt, da gab's sehr viel... Oh, Update schon wieder, Entschuldigung. Webcam-Programm. Da gab's sehr viel Hate auch in den Kommentaren. Ja gut, nicht sehr viel Hate, aber ein bisschen. Ich habe auch viel in der Post bekommen aus Server 34, aber... Mofa, du hörst dich ein bisschen komisch an, ne? Was ist denn los mit dir? Ja, wollte ich sagen, genau, abgelenkt von so einem scheiß Vehikel, was hier draußen rumfährt mit zwei Rädern. Ja, ganz viel Hate bekommen und viele sagen auch andere Sachen. Ich will mich gar nicht jetzt weiter auf den Gildenwechsel Lars kann kein Deutsch befassen, beziehungsweise darauf eingehen, weil ich habe jetzt gewechselt und fertig ist die Kiste. Wenn das jemanden stört, dann soll er halt meine Videos nicht mehr schauen und dann ist es halt gegessen, ne? Es gab Gründe, die will ich jetzt nicht erwähnen, weil sonst ist das Ganze auch wieder mit Hate. Also wir schließen das Ganze auch ab, auch in den Kommentaren. Ich lese auch keine Posts und so weiter vor. Und wenn mir irgendwelche Nachrichten schreibt von wegen, dass ich ein Boni-geiles Stück Scheiße bin, dann soll das gerne machen. Und dann werde ich die einfach löschen. Deswegen lösche ich jetzt die meisten hier auch alle. Ich lösche jetzt alles, weil das meiste ist sehr viel Hate. Also tschüss, auf Wiedersehen, Kommentare. Und ihr könnt mich gerne weiter haten, ist gar kein Problem. Aber die Kommentare unter den Videos werde ich dann auch löschen, die irgendwas mit Hate bzw. mit Boni geiles Stück Scheiß irgendwie zu tun haben. Ich hatte jetzt zwei Gilden auf diesem Server. Und in der ersten Gilde war einfach, ich bin einfach reingegangen und fertig und habe dann meinen Teil dazu beigetragen. Und dann gab es halt Gründe, warum ich rausgegangen bin. Jetzt bin ich rausgegangen und dann ist es fertig, oder nicht? Also bitte jetzt nicht darüber irgendwie noch jetzt, ne? Gedanken machen bzw. rumhaten. Lasst es einfach darauf beruhen. Und wenn ihr, wie gesagt, das euch stört, dann schaut halt nicht die Videos. Und fertig ist die Kiste. So, wir starten, wie gesagt. Ich habe sehr viel heute gespendet. Ich glaube, das Spendenverhältnis wurde auf 70% runtergesetzt. Ist eine richtig coole Gilde auf jeden Fall, aber ich verstehe es noch nicht, warum man so viel noch spenden muss. Aber, ja gut, dann schafft man schnell die Raids, beziehungsweise kann es schnell angehen, aber irgendwas ist halt eine Grenze da. Wir versuchen übrigens den nächsten Raid um 21.49 Uhr. Das ist dann die Vorschule des Grauens. Die Vorschule des Grauens, oh mein Gott. Wir haben schon 4 von 50 geschafft, das ist der fünfte. Sind dabei 110%, wenn wir das Ganze schaffen. Nicht schlechter Spekt auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben die meisten Raids. Das ist sehr interessant, ne? Das gefällt mir auf jeden Fall. Gibt ein dickes Nice für die Gilde. Sehr schön. Ja, fleißig dabei, mein Drabalo zu spielen. Hab heute viel, gar nichts geskillt. So gut wie alles fast gespendet. Und halt ein paar neue Items mir besorgt. Ich habe mir das neu gegönnt. Ich muss leider, ich kann es nicht im Video machen, weil ich spiele quasi, also der Ablauf von meinen Videos ist so, ich spiele die Alu. Und normalerweise behalte ich etwas Gold, was ich dann einsetze, wenn ich das Ganze im Video mache. Aber das Problem ist, bei Server 34, ich werde in der Zeit angegriffen und verliere dann sehr viel Gold. Also muss das Ganze so machen. Ich bin Stufe 69 gerade eben noch geworden. 69 ist eine sehr schöne Zahl. Oh, 69 gefällt mir. Ja, und habe mir diese Brust gegönnt, diese Schuhe gegönnt. Dann habe ich mir die Halskette gegönnt, weil es einfach random da war. Der Ring ist noch der alte, das ist auch noch von gestern, glaube ich. Und den neuen Bogen hier, der ist sehr schön. Drei oder viermal geblättert, da kam er. Habe jetzt nicht weiter geblättert, ich glaube, das ist eine schöne Spanne. Ist akzeptabel, wir können ja eben schauen. 244, bin 69. 244, 69, was haben wir denn hier? Der 200, 139 sogar nur. Oder 93, Entschuldigung, nicht 39, 93. Lass uns als Zahlendreher hier. Was haben wir noch hier am Start? Oh. Ich wollte doch gar nicht hier. Noch jemanden schauen? Der Tora hat 237 und wie gesagt, hat 244. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Der Specht mit einem Durchschnittsschaden von 165. Nice. Sehr schön. Arena-Kampf machen wir eben. Moment, erst skillen wir vorher. Also ich sollte genug gespendet haben. 70% mindestens, wenn nicht sogar mehr. Also passt es. Wir spenden einfach, beziehungsweise wir spenden, wir skillen einfach mal hier, so nebenbei noch ein bisschen reingewichst. Den Rest nochmal in die Gilde, weil Nebenattribute will ich jetzt nicht unbedingt mehr skillen. Slash Gold. Reingewichst. Ah, leider kann ich den Raid wieder nicht zeigen, denn da schlafe ich schon wieder. Meine Arbeitszeiten sind einfach nur des Todes. Des Todes! So, Arena-Kampf gegen Tora. Oh, war Tora nicht? Nein, okay. Tora hat uns sehr hart vernascht. Alter Schwede! Okay, die Stufe 85, aber vom Vergenuss-Fackel, die uns so stand. Die hat 2000 Geschick. Was ist denn los mit der? Ja, das ist natürlich krass. Ich habe 4 Silber verloren. Nein! Ich muss mich jetzt erhängen. 82%, da müssen wir auf jeden Fall noch pushen, vielleicht im Livestream am Samstag. Ich weiß noch nicht, ob wir freitags streamen. Vielleicht mache ich das so, dass ich freitags dann nicht mehr streame, sondern samstags. Könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Sonst habe ich über Jahre hinweg freitags gestreamt, aber Freitag ist halt immer blöd wegen meinen Arbeitszeiten. Ja, alles bezieht sich auf meine Arbeitszeiten. Die sind halt für den Arsch. Es tut mir leid, ist keine Ausrede, ist einfach nur so. So, was wollte ich jetzt machen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich wollte im Dungeon vorbeischauen, ne? Das ist so der Plan, den ich hatte. Okay, wir gehen in den Dungeon rein und versuchen auf jeden Fall mal was hier zu vergenussferkeln. Wir haben hier den Räuberhauptmann, der hier am Start ist. Nummer 10 von 10 in den Ruinen von Gnark. Und in den Ruinen von Gnark ist der Räuberhauptmann und der wird uns ein wunderbares Epic geben, weil es der letzte Dungeon ist. Wir haben übrigens den kranken Baum als nächstes. Also müsste ich im Zauberladen losrocken, mir einen Schlüssel besorgen. Leider habe ich kein Gold mehr. Hätte ich mal vorher dran denken sollen. Not nice. Nicht so gut. Ja, legen wir mal los.
Und wenn jetzt den Räuberhauptmann hier mal angreifen, Mr. Räuberhauptmann, wie wäre es denn, wenn Sie fallen mit meiner neuen Waffe und mir ein wunderbares Epic geben? Vielleicht sogar noch eine bessere Epic-Waffe. Das würde mir auf jeden Fall gefallen. So, mal oh, er ist schon down. Nice. Sogar ein Epic, sehr gut. 67 aller Attribute. Ja, das gefällt mir nicht schlecht. Das ist sehr schön. Dann haben wir den Pirat Blutnase. Ich glaube, der Sumpfkrieger ist erst dran mit Stufe Nummer 88. 88, 69, zwei schöne Zahlen, die mir sehr gut gefallen. So, Mr. Sumpfkrieger, los. Was wollen die denn jetzt so lange? Ich bitte sie, ja? Blocken sie nicht so viel oder weichen nicht so viel aus. Dankeschön. Nice. Leider kein Epic, ist aber okay. Dann verkaufen wir das eben hier. Stufe Nummer 70 erreicht. Das gibt auf jeden Fall einen Doppel-Nice. Nice. Nice. Sehr gut. Wenn es dir auch gefällt, Stufe 70, like. So, der Pirat Blutnase. Stufe Nummer 96 schon. Der alte Pirat und seine dreckige Blutnase. Ist der da drin? Mal die Werte vergleichen. 1,7. Ja, der könnte drin sein. Der könnte auf jeden Fall drin sein. Da bin ich aber gespannt. Los, Mr. Kollege. Sie sind drin. Ich glaube an das Herz der Karten. Ich glaube daran, dass ich ihren Piratenhut abnehme, beziehungsweise abreißen kann und in ihren Kopf und in ihren Maul reinstecken kann. Weil sie stinken. Denn Piraten stinken allgemein. Und der Lars auch, weil, ne? Der Lars stinkt immer. Der Lars ist alles. Ah, 96, der alte Drecksack. Was ist denn der andere hier? Der Kollege ist 94. Also erstmal den hier, ne? Erstmal der grüne Rex. Der ist ein bisschen, also ich glaube 94 ist weniger wie 96, deswegen sollten wir da erstmal angreifen. So, der steht hier mit Stärke 1,7. Der kann auch fallen, wenn er gerne möchte. Los. Bitte? 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 Bitte, bitte, bitte? Das sind keine geilen Tries. Aber übrigens, grün gegen grün. Wir sind einfach so ein grünes Stück Ork-Code. Tut mir leid, aber warum fängt er immer an? Dankeschön. Jetzt so ein Scheiß-Try. Das ist doch scheiße hier gerade. Der will irgendwie nicht. Oh, wieso? Not nice. Oh Mann, so ein knappes Ding schon wieder. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Bin auf Dramapilze. Mehr mache ich nicht. Das ist mir hier. Das ist ja einer hier, wa? Der fängt eben an und blockt die ganze Scheiße. Gehen wir doch noch ein bisschen runter. Der muss. Mann, der kann locker fallen. Der will auch wieder nicht. Ja, wieso denn nur? Geh doch mal weg. Was ist denn los mit dir? Ja, der will nicht. Okay, lass mal stehen. Nur eingeschafft, aber dafür ein Epic, ne? Aber. Ja, gut. Besser wie ein Glücks-Epic. Dreier Attribute wären natürlich geiler gewesen, aber. Schade. Leider keine neue Waffe. Keine Epic-Waffe. Das passt schon. Spiegel fertig. Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Mein Spiel ist noch nicht fertig. Wir fehlen zwei weitere Teile. Dann ist der auf jeden Fall gegessen. Dann können wir, während wir Stadtwache drin haben, noch andere Sachen machen. Das hau ich mal weg hier. Wir können mal Just for Fun ein, zweimal noch rumblättern hier. Und darauf hoffen, dass wir irgendwas Tolles bekommen. So, 124, das wäre ein Update von 4. Das lohnt sich jetzt nicht unbedingt. Deswegen werde ich mir das jetzt erstmal nicht gönnen. Vielleicht eine 133, nee. Nee. Handschuhe will ich erstmal keine haben. Brust ist soweit in Ordnung. Vielleicht einen neuen weiteren Bogen. Der könnte uns auf jeden Fall noch weiterhelfen. Aber ich glaube, da finden wir nichts. Ich besser mal noch zwei, dreimal, ob wir das bekommen. Geschick, Geschick, nur Geschick, bitte. Nur Geschick, das würde mir auf jeden Fall zusagen. 203, ich glaube, ich habe schon die geilste Spanne, die es so gibt. Jedenfalls gehen wir den Rest nochmal. Und zwar auf 320 haben wir hier schon. Der Crit haben wir nur 18%. Ich gehe aber nochmal Geschick hier rein. Geschick, Geschick, Geschick. Geschick, Geschick, Geschick. Sehr schön reingeschickt. Dann nochmal hier den Rest spenden, damit das Ganze hinweggewechselt wird. Vielleicht schaffen wir jetzt den grünen Rex. Da bin ich ja mal gespannt. Etwas geskillt. Schaffen wir dich jetzt? Schaffen wir dich jetzt, bitte? Bitte? Bitte, bitte? Nein, der will nicht. Dann halt morgen. Morgen ist auch noch ein Tag. Und der Kollege hier, Mr. Blutnase, will auch nicht fallen. Der ist auch noch ein bisschen höher. Oh! Nice. Das ist nicht schlecht. Der fällt dir einfach noch. Okay, so geht's natürlich auch. Oh, der Oktopus. Intelligenzgegner. Naja, auch Geschickgegner mit 1,8. Verdammte Geschickgegner. Okay, haben wir doch mal einen umgeklatscht. Sehr schön. Nicht der grüne Rex, aber der Kollege. Den Rest eben skippen noch auf Ausdauer und ein bisschen Crit. So, dann läuft es auf jeden Fall und würde ich mal sagen, dann war es das von diesem Tag. Wenn es euch wieder gefallen hat, lasst es mir wissen mit einem Daumen nach oben, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin der Lars, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage dann Haufen Super Nicer Boys. Bis zum nächsten Mal, bis morgen von 234 Tagebuch und tschüss. Nice.